Hallo, wir wollen uns heute mal mit relativen, absoluten und gemischten Bezügen befassen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Besitzer eines kleinen Kinos. Da haben wir dann die verschiedenen Vorstellungstage und hier tragen wir die Anzahl der Besucher ein und wir haben einen Eintrittspreis und wollen uns nun unsere Einnahmen berechnen. Wir gehen in die Zelle F8, geben ein Gleich ein, nehmen die Besuchzahlen aus E8 und multiplizieren mit den 5 Euro Eintrittspreis. Und dann kommen wir auf 250 Euro Einnahmen für den 2. Februar. Nun gehen wir auf das kleine Rechteck und wenn ein Kreuz erscheint, dann ziehen wir die Formel runter bis in die Zelle 14. So, nun sehen wir, dass hier falsche Werte angezeigt werden. Ich gehe mal rein in die Formel. Aus E8 ist E9 geworden, also die Besucherzahl dieser Zeile und das ist ja korrekt, aber der hat auch die Zelle mit dem Preis um eine Zeile nach unten verschoben. Die Bezüge sind hier also relativ und das geht so nicht. Ich mache das mal wieder rückgängig. Wir müssen die Zelle F8 irgendwie einfrieren, also festhalten. Und das machen wir mit der Funktionstaste F4. Einmal gedrückt erzeugt die jetzt Dollarzeichen. Eines vor dem E für die Spalte und eines vor der 5 für die Zeile. Und während jetzt nach dem Kopieren der Bezug für die Besucherzahlen um jeweils eine Zeile nach unten wandert, bleibt der Bezug zum Preis jetzt fest. Er ist also absolut und so wird in jeder Zelle jetzt mit 5 Euro gerechnet. Wenn wir F4 nochmal drücken, erscheint das Dollarzeichen nur vor der 5. Wir halten also nur die Zeile 5 fest. Die Spalte bleibt relativ. Und damit ist der Bezug dann gemischt. Da wir innerhalb der Spalte nur zeilenweise nach unten kopieren, kommen wir hiermit ebenso zum Ziel. Drücken wir nochmal F4, dann setzen wir die Spalte absolut. Und der Zeilenbezug würde wieder mit kopiert werden. Das würde aber jetzt nur Sinn machen, wenn wir die Formel nach links oder rechts kopieren wollten. Nochmal F4 gedrückt, sind die Dollars wieder weg. Ich setze jetzt die Zeile absolut und kopiere das nochmal nach unten. Diesmal mit Doppelklick mit der linken Maustaste auf das Rechteck. Und ich möchte noch eine Möglichkeit zeigen, die Formel zu kopieren. Wir markieren alle Zellen bis F14, gehen hier auf den Reiter Start und klicken dann auf das Ausfüllkästchen nach unten. Nun haben wir unsere Einnahmen richtig berechnet. Jetzt können wir unsere Liste noch als Tabelle formatieren. Wir klicken in den Bereich, gehen dann auf Tabelle formatieren und werden gefragt, wo die Daten sind. Aber die zeigt da schon an und wir haben den Haken für die Tabellenüberschriften, die ja hier vorhanden sind, bestätigen und haben aus der Liste eine Tabelle gemacht, die in sich geschlossen ist. Wir können uns noch eine Ergebniszeile anzeigen lassen. Dann haben wir die Summe der Einnahmen und können auch die Summe der Besucher ausgeben lassen. Für einen neuen Datensatz gehen wir in die letzte rechte Zelle und mit der Tab-Taste wird eine neue Zeile eingefügt, die alle Formatierungen und Formeln übernimmt. Wir geben die neuen Daten ein und können uns nun hoffentlich an unseren formelberechneten Einnahmen erfreuen. Okay.